Und damit ein herzliches Willkommen. Oder auch nicht. Noch nicht. Hallo. Okay. Aha. Tada. Und was ist hier? Was ist hier? Fail. Okay, Moment. Hasse ich nicht alle ernst. So. Jetzt aber. Powered by Unreal Technology. Und damit ein herzlichstes Willkommen bei Let's Play Craven Manor. Auf dem PC? In den Optionen habe ich das gleich mal auf Deutsch gestellt. Auch eine kleine Anmerkung an den Svenska, ne, dass man das in den Optionen auf Deutsch stellen kann. Und die Auflösung, ja, zocken wir einfach so, das passt so, sonst alles. Und dann drücken wir OK. Und dann beginnen wir natürlich gleich hier. Und zwar auf... Du erkundest das Anwesen mit einer mechanisch angetriebenen Taschenlampe und die Schrecken im Inneren sind tödlicher. Komm, wir sind ganz scheiße und machen das. Wir zocken auf Albtraum. Das könnte auch ein Albtraum sein. So, wir haben jetzt 45. Ja, dann. Das ist das Anwesen. Das ist jetzt mein erstes größeres PC-Let's Play. Zum ersten Mal auch mit Facecam, falls es denn jetzt klappt. Ich sehe es gerade nicht, bin mir gerade nicht ganz sicher. So, sind wir denn hier? Token! Ein schweres Bronzeornament, in das Buchstaben KM eingraviert sind. So, zur Anmerkung, bei meinem Partner, dem Blue Rangers, zockt das auch gerade der gute Svenska, oder hat es gezockt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal bei dem vorbeigucken. Ja, der hat auch Craven Manor gezockt. Ja, jetzt bin ich halt leider an der Reihe, ne? So, was haben wir hier? Leerer Sockel. Das sieht aus wie der Angelpunkt für einen fehlenden Hebel. Aha. Was ist das? Das können wir nicht anklicken. Doch. Mal sehen. Mit E interagieren wir? Nein? Aber das leuchtet doch. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hier. Da ist so ein Schlüssel. Moment, das ist ein bisschen dunkel hier. Kann man das irgendwie heller machen? Kann man. Ja. Okay. So, was haben wir hier Schönes? Notizen von William Craven. Anfangs bedauerte ich, dass die Rituale von Oktober Fehlschläge waren. Jedoch Monate später kehrte ich meinen Rücken einer Statue zu, die ich für hohl und tot gehalten hatte, und der Geisterin machte sich selbst bemerkbar. Klicke mit der rechten Maustaste, um ein Objekt in der Hand zu werfen. Hui! Krass. Oh. Fußball! Globusball! Hä, wir können springen? Ich bin doch gerade gesprungen irgendwie. Like a Amnesia, oder was? Ich kann auf dem Ball drauf, verstehe. Okay, 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 okay. Das ist ein bisschen blöd hier alles. So. Okay. Dann gehen wir mal hier erstmal. Was, sonst ist hier nichts. Dann gehen wir mal da rein. Hallöchen, ist hier, oh. Okay. Wow. Wer hat da jetzt nach einem Buch geworfen?
Oh. Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der Jugendlichen Marjorie Hedgepath berichtet. Oh mein Gott. Also, was, wieso können wir den anklicken? Was ist mit dem Kamin? Die Wärme reicht nicht weit in diesen kalten Raum hinein und ist weniger als tröstlich. Angeblich ist dieses Haus verlassen. Jedoch hat irgendetwas das Feuer angemacht. Okay. Und wieso gehen wir in ein verlassenes Haus? Sind wir irgendwie dumm oder so? Gesammelte Werke von Heinrich Cornelius Agrippa. Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlend angibt, Wunder vollbringen zu können, warten die Qualen des ewigen Feuers. Hört sich ja super an. Yeah. Eine Lampe. Jemand hat meine Leselampe umgeworfen. Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme. Oh, da liegen noch mehr Bücher. Das Epos handelt von dem biblischen Mythos vom Sündenfall. Okay, was? Drücke E um die linke Maske. Ja. Ja, ist klar, ne? Ah, ein Weinkellermodell. J. Ich habe das Modell eines Weinkellers gefunden. Es passt zu dem Modell, das ich in der Eingangshalle gesehen habe. Ja, dann bringen wir es dahin, oder? Ach. Ich hasse Spinnweben. So, dann gehen wir mal hin und dann... Alter, was geht schief? Was? What the fuck? Drücke F für die Taschenlampe. Ach, wir spielen das jetzt auf Albtraum, ich Penis. Okay. Bringe die Raum... Oh! Modelle zum Tisch. Okay. Und hier ist erstmal ein Schlüssel. Den kann ich nicht nehmen. Dreh den Raum. Oh! Ja, lol. Aha! Ja, dann tun wir das... einfach mal hier hin. Ja. E beenden. Okay. So, hier haben wir... Ja, ist ja gut! Nein, jetzt... Ich will doch nur den verzierten Schlüssel haben. Dankeschön. Okay. J, nochmal. Als ich wieder auf die Beine kam, war das Glas um den Modelltisch zersprungen. Wer oder was es auch brach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das herausfinden will. Als ich das Raummodell an den Modelltisch trug, flog es mir aus den Händen und positionierte sich selbst darauf. Ganz so, als würde es dorthin gehören. Dann hörte ich Steine gegeneinander schlagen. Wenn ich mich recht entsinne, befand sich dort vorher das Modell einer Bibliothek. Jetzt fehlt es. Kleine Übersetzungsfehler, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, was haben wir jetzt hier? Was ist das? Gesperrter Mechanismus. In der einen Ecke des Feldes befindet sich ein verziertes Schlüssel. Dem Getriebe scheint ein wichtiges Stück zu fehlen. Ja, sieht so aus, ne? Okay, ein Fahrstuhl. Ich habe das jetzt hierhin positioniert. Das war vielleicht nicht gerade so klug. Okay, pass mal auf, dann machen wir das ganze Ding halt hier hin. So. Tschüss jetzt. Hier. So. Ah, das ist richtig. Jetzt müssen wir hier rein. In den Weinkeller. Auf geht's. Ich will aber nicht. Okay. Ist ja klasse hier. Sieht ja super aus. Mitteilung. Eine Erinnerung an alle Craven Metallwerkarbeiter. Diebe und Faulenzer werden von Lord Craven bestraft und erhalten keinen Lohn während dieser Zeit. Alles klar. Oh, Kakerlaken. What, was? Ach du Arsch. Wow, was war das, Alter?
zerfetztes Gemälde. Von nahem betrachtet scheint etwas dutzende kleine Kratzer in das Bild gemacht zu haben. Ja, ja, ich weiß auch genau wer. Motherfucker, hier! Geh du zuerst los! Okay. Scheiße, Alter. Kriegst du einen Herzinfarkt bei dem Scheißspiel, Alter. Was habt ihr mir nur angetan, Leute? Wieso muss ich das spielen? Fuck that life, da geht's nicht weiter, Alter. Komm her, Vase. Mann, es ist so dunkel hier, verfickt! Oh, scheiße, Blutspuren. Oh nein, unser Kollege. Okay. Oh, fuck. Das ist der Gegner in diesem Spiel, der... Oh! Nein. Get out. Ja, ich geh schon. Oh, lololololololo. Trollo. Oh. What the fick dich ins Knie, jetzt lass mich doch hier weg. Die Taschenlampe! Ich sehe nichts. Okay, lauf, irgendwo hin. Okay. Schlafzimmermodell. Wow. Wir rennen. Wir rennen jetzt einfach. Ja, da geht's raus. Oh, fuck, ich hab nur begrenzte Ausdauer. Oh, you mother. Tschüss, Alter! Oh. Da kommt noch was auf uns zu, Alter. Ich sah etwas in den Schatten lauern. Es versteckt sich vor dem Licht. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ich hoffe, ich sehe es nicht wieder. Ich bin auf ein weiteres Raummodell gestoßen. Es scheint ein Schlafzimmer zu sein. Ja, es scheint so. Dann tun wir es einfach hier hin, so. Und dann... Dann tun wir das Schlafzimmer einfach hier hin und dann fertig. Oh, ach so, Scherben, ja, ist okay. Oh, alter Falter, das ist doch... Wow! Ach so, ja. Diese Öffnung sieht aus, als könnte man ein rundes Objekt darin unterbringen. Oh, was haben wir hier noch? Memo. Ein bedrohlich klingendes Memo von William Craven, adressiert an einen Unternehmer. Betreff, Gebäude müssen exakt nach Angabe gebaut werden. Interessant. Boah, ey. Antike Bücher. Bücher zu esoterischen Themen wie Netamantie, Elementen und Alchemie. Naja, Leute. Ja, wir machen jetzt erstmal bei diesem Part Schluss. Ach, Alter, das wird ja noch was. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Begeben wir uns dann ins Schlafzimmer und... Ja, vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und... Jo. Sehen uns, haut rein, euer Gamechecks. Tschüss. Das Bombschirm in die Fresse und dich und bam und zack und... Komm her! Komm her! Komm! Na warte!